Wenn wir die Steine wegmachen, ja wieder voll die Lava-Probleme haben, aber das ist ja gar nicht wahr. So, und das bedeutet hier eigentlich, dass ich hier eigentlich auch gar nicht so übertreiben brauche, um den Fluss von Lava nach da unten abzubrechen. Das hier reicht ja schon. Insbesondere bin ich hier oben relativ sicher, solange ich mir keinen Fehltritt leiste. So, hauen wir den mal weg. Den würde ich eigentlich auch gerne weghaben. Wunderbar. Hauen wir den mal weg. Dann können wir dich mal wegmachen. Und dich. Und dich. Und dich. Und dich. So, und dann müsste hier ja sein. Zack. Und zack. Dann geht der Spaß quasi hier weiter. Na. So. Und so. Und so und so und so. So. Kann ich dich hier wegmachen? Ja, gut, dich kann man auch wegmachen. Hier hinten muss ich eigentlich gar nicht groß weiter wegmachen. Da haben wir schon die ersten Dinge, die dann aufhören. Und dann können wir uns hier überlegen. Dass wir es so machen. Und dann hätten wir das eigentlich auch erledigt, oder? Können wir hier nochmal sagen, zack. Ah, okay, da gibt es wieder so einen. Dann machen wir hier wieder zack und zack. Und dann geht es hier wieder runter. Der hier kommt auch weg. Dann würde ich den da wegmachen und den da. Und dann hätten wir wieder so einen kontrollierten Ausfluss, den ich aber einfach komplett abdrehen möchte. So. Ah, und da haben wir wieder ein kleines Lavafeld. Fünf. Okay, dann müssten wir das hier mal so machen. Naja, fast. Okay. Dann machen wir das halt mit diesen Stufen. So wie sich's gehört. Zack. Und dann gehen wir uns erstmal den Mies da hinten holen. Wunderbar. Also haben wir hier einen Mies.
Splitter. Oh, ich krieg Mies-Splitterfragmente. Ganz plötzlich. Das ist ja schön. Ich finde es lustig, dass übrigens diese Lava keinen Effekt auf die Steine nebenan hat oder auf die Kohle. Weil, ich glaube. Ja. Weil ich glaube, in anderen Spielen dieser Art ist es so, dass das sehr wohl Effekt hat. Okay, und hier würde ich nochmal Licht hinmachen. Und da würde ich nochmal Licht hinsetzen. Dann würde ich immer sagen, Schotter, 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 Schotter. So. Das war jetzt fast gefährlich. Dann würde ich da vielleicht doch zumachen. Kann ich nicht? Offenbar nicht. Offenbar ist da drunter halt auch noch Lava. So, und dann würde ich hier sagen 4. Wunderbar. So, und dann kommt es ja hierher, dass ich da Schotter einsammeln würde. Schon wieder. Ich bin auch eigentlich gar nicht wegen dem Schotter hier. Ich bin eigentlich hier, weil ich die Höhle so spannend finde. Aber eigentlich will ich ja möglichst tief kommen. Also eigentlich eigentlich eigentlich. Ich sehe schon kommen. Ich baue hier jetzt gleich irgendwas ab und dann fließt mir die Lava entgegen. Okay, so, dann wollte ich dich haben. Eieiei. Hier ist ja was los. Okay, wir setzen hier mal eine Fackel. Nichts mehr. Mach mal dich mal weg. Und dich. Super. Okay. Haben wir die Kohle von hier auch? Ach ja, da war ja noch Schotter. Bah, das ist aber schon eine Kuh. Eine coole Höhle, hey. Okay. Also, dann würde ich sagen, so. Ta-ta-ta. Genau. 1, 2, 3. Oder so. Ah ja.
sind wir hier durch. Dann würde ich hier vielleicht noch ein paar Steine reinsetzen. Da, da, da. Und dann würde ich hier mal sagen, zack, zack. Nehmen wir mal den, tun wir den da hoch und dann sagen wir hier mal. So rum. Und dann würde ich mal sagen, zack, zack, zack. Zack. Zack, zack und zack. Okay, einer geht noch. Zack, zack, zack. Und dann würde ich hier sagen, zack, zack, zack. So. Und hier, jo, komm, weg damit. Machen wir das nämlich dann so. Genau. Gut. Wollte ich noch mehr Treppen haben eigentlich? Also eigentlich ja. Eigentlich will ich dich auch haben. Aber eigentlich sind wir jetzt hier in der Sackgasse, ne? Das ist ja jetzt wirklich bloß noch. Ah, das ist ja jetzt wirklich bloß noch Ressourcenausbeutung hier. Also quasi finden und ausbeuten. Es sei denn, da oben geht es schon wieder weiter. Geht es da oben schon wieder weiter? Ich weiß es nicht. Sieht schon fast wieder danach aus. Vier. Bäm. Na, Gott sei Dank nicht. So, dafür habe ich hier wieder lustige Ressourcen gesehen, die ich halt auch gerne wieder mitnehmen würde. So, da hinten auch schon wieder. Da auch übrigens. Ja. Ja, ja. Oh Mann, ey. Also einerseits freue ich mich ja über diese Ressourcen. Auf der anderen Seite kann ich mich da nicht loseisen und mich neuen Dingen widmen, weil ich das unbedingt alles mitnehmen muss. Ich bin so ein Komplettionist. Komplett. Wie nennt man das? Jemand, der es halt immer alles vollständig mitnehmen muss. Der nichts liegen lassen kann. Das war ein schlechter Plan. Oder ein guter. Je nachdem. So. Genau, deswegen war es ein schlechter. Bäm. Okay. Aber jetzt sind wir hier oben fertig, oder? Es sieht so aus. So. Da ist ja da, wo wir herkommen. Da hinten waren diese ganzen Schotterquatsch. Genau, hier habe ich den Schotter rausgeholt und ein paar Rohstoffe.
Hier hinten war eigentlich auch schon Ende Gelände. Genau, das habe ich auch schon ausgebeutet. So, das heißt, jetzt geht es eigentlich hier rum. Da oben war ich, aber da die Dinger habe ich noch nicht. Wunderbar. Zack, du darüber, zack, du darüber. Und dann haben wir die auch raus. Ausgezeichnet. So. Das heißt, hier habe ich jetzt wieder den Schotter. Vier war hier. So. Da leuchtet es lustig vor sich hin. Gut. Die Frage ist nur, wo mache ich jetzt weiter? Ach, den habe ich schon. Hier wäre ja noch Schotter gewesen. Da kann ich noch eine 4 hinhauen. Da würde ich gerne den Schotter rausnehmen. Und befürchte, dass gleich die Lava überhand nimmt. Aber das ist alles halb so wild. Ich mache es einfach. So. Und so. Und so und so und so und so. Dann haben wir das erledigt. Dann würde eigentlich da dieser Schotter fällig werden. Und dann da die Kohle. Und dann da oben. Und so weiter. Ja, das war jetzt ja nicht geplant. Aber das war gerade eben eine gute Aktion, dass ich da nicht drin war, weil sonst die Lava mich ziemlich schnell geplättelt hat, hätte. Okay. Was wir jetzt eigentlich machen können, ist rein vom Spaßesfaktor her, sagen, hey, fluff, 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 fluff. Da machen wir mal ein Licht hin.